willkommen zu Fäusi Federal. Das ist der wöchentliche Talk vom Nebelspalter, direkt aus dem legendären Café Federal gegenüber vom Bundeshaus. Mein Name ist Dominik Fäusi. Mein Gast heute ist der Rainer Eichenberger. Er ist Professor für Finanz- und Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg. Wir reden heute über Corona-Politik vom Bundesrat und die Berechnungen von der Wirtschaftstaskforce, die dazu gemacht worden sind. Und dann reden wir noch über das CO2-Gesetz, wo wir Mitte Juni darüber abstimmen. Aber zuerst nehmen wir einen Schluck Wein. Ich habe einem Rainer Eichenberger, der im Kanton Zürich wohnt, einen Zürcher Sauvignon Blanc mitgebracht aus dem Wieland von der Nadine Sachser. Danke vielmals, Alain, fürs Einschenken. Ein frischer, knackiger Sauvignon Blanc, fruchtig. Ich hoffe, er gefällt dir. Zum Wohl. Zum Wohl. Schön. Typisch auch also grasig, ja, und frisch, super. Fröhlich. He? Passt zum Frühling und zu der Terrasse, die wieder offen ist. Gut. Wunderbar. Wenn wir zum ersten Thema gehen, Corona-Politik. Eben am Dienstag hat die Wirtschaftsgruppe in der Taskforce eine Berechnung vorgelegt, die sagt, man hätte die Öffnungen später machen sollen. Der Bundesrat hat zu früh geöffnet. Und zwar, weil der volkswirtschaftliche Nutzen von einer früheren Öffnung ist kleiner als der gesundheitliche Schaden. Das hast du auch gesehen. Was hast du dabei gedacht? Ja, also erstens denke ich mir natürlich, ups, was ist mit der Taskforce los? Die letzte Prognose, die sie gemacht haben, im Januar, genau. Wo wichtig war, sind damals auch für den Lockdown im Bundesrat, unter dem 13. Januar gab es oder 12. Januar verordnet hat, hat ja gesagt, hat 4-, 6-, 8- und 10-wöchige Lockdowns untersucht. Und hat dann gesagt, eigentlich, wenn man es genau angeschaut hat, 4-wöchige sind optimal. In der Zwischenzeit sind auch die 4 Wochen vorbei. Und jetzt reden sie plötzlich von eigentlich noch einen Monat, noch mehr als einen Monat oben drauf. Also offensichtlich sind die Modelle nicht sehr robust. Das wissen wir aber auch schon. Entscheidend ist natürlich, was man annimmt. Jetzt da ist, was sehr gut ist, muss man sagen, ich meine, was toll, dass das endlich die Taskforce gemacht hat, ist der entscheidende Übergang, dass man nicht mehr einfach nur Tote zählt, sondern dass man sagt, es geht um Lebensjahre. Ja. Dann muss man aber die Lebensjahre bewerten. Ich meine, das ist das, was ich seit einem Jahr predige. Hey, wenn ihr auf Lebensjahre geht, dann muss man die Krise völlig anders sehen und die Politik endlich jetzt die Taskforce eben auch Lebensjahr. Wie bewertet man es? Und das zweite ist, das grosse Problem ist, ja, wie viele Lebensjahre gehen denn verloren jetzt pro sehr beklagenswerten Todesfall? Mhm. Und dann im Taskforce jetzt da so, also wie mir es scheint, wenn man die Zahlen anschaut, 9,6 Jahre. Es steht eben nicht, leider. Genau, es steht nicht. Wenn man es ausrechnet, ist also in den Hintergrundbericht, aber das, was die NZZ berichtet, wenn man es umrechnet, sind es 9,6 Jahre. Und das ist natürlich eine sehr mutige Annahme. Das war ja früher sicher total falsch gewesen. Da sind die Leute ja gestorben im Durchschnitt mit 86, also da kann man nicht noch 9,6 Jahre leben. Also sie sind gestorben älter als Durchschnitts. Ja, älter als Durchschnitts, oder? Und es sind ja nicht die den gesunden 86-Jährigen gestorben, sondern im Durchschnitt auch noch eher die fragilen 86-Jährigen. Also von dem her ist schon damals, früher haben sie gerechnet mit 5 Jahren Lebenserwartung im Januar, ist auch viel zu hoch gewesen. Mhm. Und jetzt damit wesentlich mehr, das könnte man rechtfertigen, wenn man sagt, ja, jetzt sind ja alle krank und fragile geimpft, also sterben eigentlich nur noch Leute, die eigentlich gesünder sind. Und länger würden leben. Genau, aber dann muss die Todeszahl natürlich massiv runtergehen. Ja. Und die Annahme darüber, wie viele Leute jetzt sterben, mit was für Gesundheitszustand, das ist natürlich Kaffeesatz lesen. Mhm. Und da, also das ist das eine. Das andere ist, was ja ganz komisch ist, da wird jetzt Lebensjahr, wo man gewinnen kann durch harte Massnahmen, gegenübergestellte wirtschaftlichen Einbuss. Und die wirtschaftliche Einbuße, also gemessen im Bruttoinlandprodukt, das ist eigentlich unschön, weil man sollte nicht, ja, man sollte entweder Bruttoinlandprodukt auf der Kostenseite und Bruttoinlandprodukt auf der Nutzenseite vergleichen. Da kommt raus, es geht, wenn Leute sterben, die nicht mehr arbeiten, geht kein Bruttoinlandprodukt verloren. Mhm. Und sonst müsste man, wenn man Zahlungsbereitschaft nimmt für den Lebenswert, was das im Prinzip ist, die Kosten, da wird 125'000 angenommen pro Lebensjahr. Man hätte auch höhere Werte jetzt annehmen, 200'000 wäre auch aus meiner Sicht rechtfertig, jetzt, wenn es jüngere Leute sind, die sterben. Weil die mehr ausgehen? Wenn sie nein, einfach die Zahlungsbereitschaft fürs Leben. Das sind Studien im Prinzip, die jetzt bei den Ökonomen im Hintergrund stehen, wo versucht wird, das Leben zu bewerten. Und das wird bewertet, so wie es die, die versterben, eigentlich bewertet.
Mhm. Also das ist ein ganzer, das ist natürlich große Wissenschaft im wissenschaftlichen Hinterbau. Jetzt wird mehr einfach gesagt, ja, es gibt das Bundesgerichtsurteil. Genau. Und das ist 100'000 und 100'000 ist für fragile Leute auch relativ gut. Da kommt etwa raus, die Zahlungsbereitschaft ist etwa 100'000 mhm. für fragile Leute. Das mhm. hat ja der Konstantin Beck in einem Nationalfondsprojekt auch gemacht. Jawohl. Lebensbewertung. Also da ist viel Wissenschaft im Hintergrund. Und, aber wenn man das macht, eben die Zahlungsbereitschaft fürs Leben nimmt, auf der Nutzenseite jetzt von einem Lockdown, müssen wir natürlich auf der Kostenseite die Zahlungsbereitschaft nennen. Man hat die Zahlungsbereitschaft, sich frei zu bewegen ja. und eben all die Einschränkungen nicht zu haben. Und das ist völlig offen, was dort dabei rauskommt. Ich würde annehmen, es gibt wesentlich höhere Werte als die Bruttoinlandproduktverluste. Von dem her ist, wenn man die Bruttoinlandproduktverluste rechnet, die sind viel zu tief, wenn man jetzt sieht, also was passiert eigentlich im Bruttoinlandprodukt. Mhm. Ja, der Staat werkelt weiterhin, alles was der Staat genau. macht, geht weiter in das Bruttoinlandprodukt ein. Der Parkpflege ist weiterhin im Bruttoinlandprodukt, aber lange Zeit war es praktisch verboten, in den Park zu gehen. Mhm. Also von dem her kann man das nicht gut mitzählen. Die ganzen Uni-Ausgaben gehen Ihnen ins Bruttoinlandprodukt zu Erstellungskosten, mhm. aber die Leistung für die Studenten ist massiv zurückgegangen. Mhm. Und das heisst, wir haben das, was heute gesagt wird, ja, die Bruttoinlandprodukte durch die Lockdown, das geht relativ wenig zurück. Das ist natürlich eine schöne Färberei. Der wirkliche Rückschlag jetzt im Sinne von Nutzen, was wir verlieren, ist wesentlich grösser als der sichtbare Bruttoinlandprodukt-Rückgang. Und darum ist auch bei diesen Studien wirklich Vorsicht. Kosten-Nutzen-Betrachtung ist richtig, aber man muss sich überlegen, welche Kosten mhm. und welche Nutzen. Mhm. Ich bin selber nicht Ökonom, aber beim Lesen habe ich gedacht, ist das nicht so ein bisschen die Modellgläubigkeit, die es in der Ökonomie gibt und die Rechnungsgläubigkeit. Und am Schluss ist Common Sense oder gesunder Menschenverstand. Ja genau, am Schluss. Nein, du meinst, aber das ist ja schon lustig. Die Ökonomen, da gibt es also Konjunkturprognosen von mehr als einem Jahr, wissen wir alle, nicht machbar. Also, ja. Und jetzt machen wir plötzlich Prognosen bis für die Energiepolitik, bis ins 2040, für die Verkehrspolitik, für die Bevölkerungspolitik, für die Raumplanung. Da planen wir plötzlich wie die Weltmeister. Wir wissen, dass mit Planwirtschaften passiert, das funktioniert mhm. nicht so gut. Und jetzt da auch bei eben so Corona planen wir. Und jetzt, wie du zu Recht sagst, ist ganz entscheidend natürlich, wenn nachher das nicht der gesunde Menschenverstand entspricht, die Modelle. Mhm. Im Normalfall sagen wir dann, ja komm, wir machen das Modell so, dass es dem gesunden Menschenverstand entspricht und sagen, ja, wissenschaftlich zeigt. Und da jetzt, dann ist es klar, ich meine, es gibt verschiedene Interessen. Der Bundesrat will eine Unterstützung haben und er will immer eine Unterstützung haben dafür, dass er noch kann. Ja, dass er jetzt natürlich der Good Cop, er spielt sich praktisch Good und Bad Cop. Der mhm. Bundesrat ist der Good Cop, der auf die Bevölkerung zugeht und kann immer sagen, ja, aber im Hintergrund, unsere Taskforce ist viel härter. Darum ist genau. es praktisch die Klack, die ruft, alles hart zumachen und der Bundesrat kann dann da sein, jovial auf die Leute zugehen und sagen, ja, wir müssen das politisch abwägen. Mhm. Also darum muss man ja kein Mitleid haben mit dem Bundesrat, dass er da unter Druck ist von der Taskforce. Das ist gewünscht. Hard of the game. Ja. Jetzt hast du vorhin gesagt, der wirtschaftliche Schaden ist vermutlich grösser, ja. als man ihn so berechnet. Ja, ja, ja. Da kommt mir in Sinn, Konjunkturforschungsstelle, aber auch SECO, haben das Gefühl, ab der zweiten Jahreshälfte ja. ging es bei der Wirtschaft wieder ab ja. und rechnet schon fast mit einem normalen Wirtschaftswachstum ja, ja. bis Ende Jahr. Wie siehst ja. du das? Nein, ich meine, jetzt kommt eben immer darauf an, aber, ich meine, wir wissen alle, lernen wir alle im Studium, ja, das Bruttoinlandprodukt zeigt ja nicht, ist schon ein Wohlfahrtsmass und immer noch eins von der, das mhm. relativ best. Aber wir wissen alle, es hat schwerwiegende Leiden. Hm? Mhm. Und wenn jetzt halt, eben wie zum Beispiel noch die Beispiele mit der Ausbildung, das geht ja nicht ihnen wirklich zum Nutzen, den die Ausbildung stiftet, sondern die Ausbildung geht ihnen zu Kosten, die sie hat. Mhm. Und wenn wir weiterhin all die Kosten haben, wenn die Schulen, die Lehrer alle weiter bezahlt sind, aber keinen Unterricht mehr machen, dann mhm. bleibt das Bruttoinlandprodukt konstant. Mhm. Das sinkt dann erst, wenn mal die Kinder in den Arbeitsmarkt kommen in 15, 20 Jahren. Ja, und nicht die gleiche Produktivität. Ja, genau. Ja. Und das heisst, wir sehen viele von diesen Schäden sehen wir nicht. Es ist auch immer, es wird ja nicht wirklich über den Nutzen jetzt gemessen, zum Beispiel bei Restaurantausfällen, sondern es ist ja alles alles viel mehr wert als das, was wir nachher wirklich zahlen müssen. Also das ist, wie meinst du das? Also, ja,
also Beispiel Wasser. Das Wasser bringt uns viel mehr Nutzen als das. Es ist ganz billig und unsere Wasserrechnung ist ganz klein. Aber das heisst, wenn jetzt der Nutzen, wenn wir uns das Wasser ausfallen, dann geht das Bruttoinlandprodukt nur ganz wenig zurück, bis wir tot sind. Genau, aber der Schaden wäre riesig. Riesig, genau. 100%. Und so ist es natürlich bei vielem jetzt, der zurückgeht. Gerade Restaurant, die Geselligkeit, da zahlt man einen kleinen Preis als Bürger. Aber der Nutzenausfall, wenn man es nicht mehr hat, ist viel grösser als der Preis, den man zahlt. Mhm. Der Nutzenüberschuss, ich meine, das ist ja genau das Geniale in der Marktwirtschaft. Wenn ich etwas kaufe für 100 Franken, ist mir das nicht 100 Franken wert. Es ist mir gleich, wenn es ausfällt. Mhm. Ich habe einen riesigen Nutzenüberschuss. Mhm. Darum sind jetzt die Terrassen, die offen sind, auch voll, weil ja, die nicht unbedingt klar, wollen. Ja, genau, klar. Und ihr Nutzen ist grösser als das, was sie zahlen? Ja, natürlich. Sonst würde es ja nicht gehen. Darum ist das eine schwierige Sache und sollte man schon ein bisschen überlegen. Und es wird natürlich missbraucht, aber nochmal, ich denke, es ist ganz wichtig, der Schritt, den jetzt der Taskforce gemacht hat, eben ein Rationalisieren von der Diskussion, dass man versucht, Kosten nutzen, weil nichts anderes ist, als Vor- und Nachteil gegenüberzustellen. Mhm. Und nicht, ich meine, schon sehr eine wahnsinnig enge Perspektive von der Politik hat, die nur den Vorteil des Lockdowns gesehen hat, aber ja, den Nachteil nicht. Ja, und immerhin haben wir jetzt mal eine Berechnung für das. Beim CO2-Gesetz geht es auch um Berechnung, nämlich um die Frage, oder was müssen wir machen, um einen Treibhausgasausstoß zu verhindern. Das Ziel ist -50% bis 2030. Das ist ein bisschen vorgegeben, weil wir das Abkommen unterzeichnet haben. Das Gesetz, das wir jetzt abstimmen Mitte Juni, oder sieht vor allem, ist relativ einfach zusammenzufassen. Höhere Steuern und Abgaben. Und das wird zur Hälfte zurückverteilt, zur anderen Hälfte kommt es in einen grossen Topf, einen Klimafonds, wo dann wieder sogenannte innovative Projekte sollen finanziert werden. Wie ist so ein bisschen aus ökonomischer Sicht die Bilanz von diesem Mechanismus? Funktioniert das? Nein, ich denke, es ist, jetzt muss man immer wieder sagen, man könnte es noch schlechter machen. Deutschland hat es noch schlechter gemacht. Ja. Aber es ist noch, also halt so schrecklich, was gemacht wird. Ich meine, Klima ist ein Problem. Die Leute glauben noch mehr als ich, dass es ein Problem ist. Und sie machen teure Massnahmen, die praktisch nicht viel nützen. Und man könnte viel mehr Klimaschutz zu einem viel tieferen volkswirtschaftlichen Preis haben. Aber den Leuten, die Politik machen, geht es halt nicht wirklich um Klimaschutz, sondern es geht nicht darum, Subventionen überzukommen. Mhm. Und es ist eine Schnurz, die Kosten, die Bürger zahlen. Und auch das, was die Wirtschaft zahlt, das meiste können sie ja weitergeben an die Bürger. Am Schluss zahlen es Bürger, es zahlen es relativ schlecht organisierte Gruppen, die politisch nicht so wichtig sind. Mhm. Also im Gesetzesausgestaltungsprozess. Und es ist ja sehr viel Moral mit drin, eben wir tun etwas für die Welt. Das halte ich für totalen Unsinn. Sondern wenn die Schweiz etwas macht, und ich meine, das ist ja so, was man sagt, das internationales öffentliches Gut, der Beitrag von der Klima. Schweiz, genau, ist ganz klein. Und da gibt es viele Leute, die sagen, ja, darum passiert auch nichts. Das, aber die Bereitschaft, etwas zu tun für das Klima, hast du gerade gesehen, man sieht in Ländern wie der Schweiz und in Skandinavien gross, hast du auch in Europa zumeist. Und ich denke, die Schweiz muss ganz eine andere Strategie machen. Die Schweiz muss, gerade weil wir so klein sind und nicht einen Einfluss haben auf das Klima, müssen wir das machen, wo wir einen Einfluss haben können. Das ist, wir müssen als Vorbild wirken für die anderen. Mhm. Und als Vorbild wirken wir nicht mit der teuerstmöglichen Politik, mit der kleinstmöglichen Wirkung. Das sagen die anderen, hey, also offensichtlich Lobbyismus. Sondern wir müssen die anderen können mitziehen, indem dass wir eine Politik machen, die günstig ist und viel bringt. Jetzt gehen wir zuerst einmal auf das, was wir auf dem Tisch haben. Eben eine höhere CO2-Abgabe, statt 120 Franken maximal 210 Franken. Ist denn das nicht so, eben wenn das Ausstoßen von CO2 teurer wird, sehr teuer, es wird die höchste CO2-Abgabe der ganzen Welt sein, dann wird doch weniger CO2 emittiert. Das ist doch gut. Ja, aber erstens mal, ich meine, 210 aus dem, was man jetzt würde sagen, wem also da relativ gut drin ist, in dieser Klimaliteratur, ist eher jetzt Nordhaus der einzige Klimawissenschaftler, der einen Nobelpreis bekommen hat, ist ein Ökonom, der das Klimamodell integriert hat, noch mit dem gesamtökonomischen Modell, für das hat er den Nobelpreis bekommen. Er schlägt vor, klar, auch wie wir, eine Kostenwahrheit, aber $40 oder 40 Franken oder 40 Euro pro Tonne. Ja. Aber im Unterschied zu dem, was jetzt die Schweiz macht, nicht so eine Subventionsgefäß, sondern jeder und alle sollen das zahlen. Ja. Und nicht die Ausnahme für die, die nachher eben sich freikaufen. Ja, genau. Und kein so einen Fonds, oder? Genau, kein so einen Fonds. Natürlich, das Geld
Also, und dann aber zurückverteilen an die Bevölkerung, aber nicht zurückverteilen pro Kopf, sondern mit dem Geld praktisch das Bestmögliche machen. Und das Bestmögliche zum grossen Teil ist Steuern senken, wo jetzt den Wirtschaftsgang behindert und die Wirtschaftsentwicklung und die Wohlfahrtsentwicklung und die Lebensqualitätsentwicklung behindert. Also es wäre ein Umschichten von der Steuern, genau. Von einer Belastung von Arbeit oder Umsatz, genau. Zu Belastung von CO2, genau. Oder anderen, ja. Treibhausgasen. Und das ist, hat viel mehr Wirkung. Es regt natürlich die ganze technische Entwicklung an. Und das Entscheidende dabei ist, dass das nicht nur einzelne Länder machen, wie die Schweiz. Mhm. Genau, auch wir können die Technik nicht weiterentwickeln. Wir sind 1 Promille der Weltbevölkerung. Auch wenn wir 3-mal so gut sind wie die anderen in der technischen Entwicklung, sind wir 3 Promille der Welttechnik. Also, ja. Das ist so ein Schweizzentrismus. Wenn wir sagen, ja, wir machen jetzt auf Entwicklung und wir machen Innovation. Die Welt. Ja, das ist totaler Blödsinn. Ich meine, ist herzig für die ETH, die Geld bekommt, aber ist nicht wirklich etwas, das wir da Durchbrüche bringen. Und, aber das heisst, entscheidend ist, wir müssen eben das, wieder die Vorbildwirkung können haben. Und weil das ist ganz entscheidend, weil natürlich die anderen Länder, die dann sich überlegen, ja, wenn wir auch etwas machen in der Klimapolitik, kommen genau die gleichen Argumente wie die Schweiz. Wir wollen alle Subventionen haben. Mhm. Das heisst, sie gehen alle auf einen ähnlichen Pfad, viel Geld ausgeben mit wenig Wirkung. Mhm. Und der Bevölkerung sagt man dann, ja nein, das geht nicht, eben eine allgemeine Steuer geht nicht, weil das die Wirtschaft belastet und so. Ist natürlich Quatsch, es nutzt, die Gesamtwirtschaft wird nicht belastet. Einzelne gut organisierte Lobbys werden belastet oder mehr belastet, mhm. Wenn man keine Ausnahmen gibt. Und das Entscheidende, was die Schweiz kann liefern kann, ist, dass wir eine Politik den anderen vormachen, zeigen, wie das geht, wie die Lobbys nicht recht haben, dass eine allgemeine Steuer von 40 Euro oder 40 Franken oder von mir aus auch 80 oder 100 Franken pro Tonne, dass das nicht der Wirtschaft schadet. Mhm. Aber eben richtig gemacht, von mir aus auch bleiben wir bei 100 und gehen aber nachher zurückgeben an die Bevölkerung, Mehrwertsteuersenkung oder AHV-Beitragssenkung. Also man kann's, aber klar, Arbeit entlasten. Die ist heute total überbesteuert, wir sind total behindert durch die hohen Steuern. Die müssen wir entlasten. Mhm. Und dann ist Klimapolitik kein Problem. Und wir tun etwas, weil wenn die anderen dann mitziehen, und da bin ich überzeugt, wenn die Schweiz das vorlebt, verändert sich Deutschland. Das ist immer der Hebel, den wir haben. Mhm. Wenn wir etwas machen, kommt Deutschland, wenn Deutschland kommt, kommt die EU, und wenn die EU kommt, kommt die Welt. Mhm. Und das hat es, bei der Schuldenbremse haben wir das fertig gebracht. Mhm. Das ist Politik war damals 80er Jahre, wo es darum ging, einen Katalysator einzuführen. In der Schweiz hat die Regierung gesagt, geht nicht, weil da braucht man flächendeckend Bleibenzin. In ganz Europa ist die Diskussion, genau. Sie alle haben gesagt, nein, Bleibenzin kann man nicht liefern. Und der hat gesagt, nein, Bleibenzin kann man nicht liefern. Bleibenzin. Und dann hat es in der Schweiz eine Volksinitiative gegeben. Die Regierung gesagt, das ist ein ganz dummes Zeug, was die da sagen. Und dann die dumme Bevölkerung hat noch zugestimmt. Die Regierung gesagt, das ist eine Katastrophe. Und nach einem halben Jahr, nach einem Monat, ist das Bleifreibenzin flächendeckend da gewesen. Dann ist Deutschland gekippt und sofort Europa. Und so ist der Katalysator in Europa eingeführt worden. Mhm. Weil in der Schweiz, als das Land, das eben kann, vernünftige Vorschläge einbringen kann, wo wir ein bisschen freier sind von diesen Lobbys, die einmal gurgeln gehen und immer würgen, sind wir ein bisschen freier dank der direkten Demokratie. Und das müssen wir leben. Und das verändert die Welt schlussendlich. Und das bringt ein gutes Klima, nicht das, was wir jetzt machen. Also in der letzten Sendung ist Petra Gössi da gesessen und hat eben gesagt, es ist ein Innovationsgesetz. Und zwar will die Hälfte von dem Klimafonds, rund 500 Millionen, vielleicht sogar mehr, 600, 700 Millionen, werden dann ausgeben für innovative Projekte in der Schweizer Wirtschaft. Da zweifelst du dran? Nein, ich meine, wenn wir Innovation machen wollen, dann muss man es doch mal, also sowieso, Grundlagenforschung, wenn schon, muss man bringen. Wir wollen ja die Welt bewegen und nicht Forschung, die die Firmen selber machen können, sondern das Forschungsversagen oder das Marktversagen bei der Forschung ist Grundlagenforschung. Weil die niemand zahlt, genau. Genau. Ja. Die Firmen zahlen, wenn es etwas Schuss gibt, wenn das wirklich ein Business Case ist. Dann machen sie es selber. Genau. Wenn der Klimawandel und Klimapolitik in Zukunft kommt, in anderen Ländern auch, dann investieren die Firmen nicht selber. Mhm. Aber das Grundlagenwissen ist zum Teil nicht da. Das muss man fördern. Und Grundlagenwissen fördert man nicht, indem wir in der Schweiz Grundlagenforschung fördern, sondern man muss es international fördern. Wir müssen sagen, hey, wir geben Aufträge international. Wir schreiben das aus. Und das macht man so nicht gerne, das ist ein bisschen komplex. Darum macht man es sinnvollerweise über die Universität. Ich meine, die ETH macht im Prinzip genau das. Wenn man der ETH Geld gibt, ihren Auftrag. Ja. Wenn man denen zusätzlich 20 Millionen gibt und sagt, bauen etwas auf, dann tun sie ja international ausschreiben und holen die besten Leute auf dem Gebiet eigentlich hin, wenn die ETH recht funktioniert. Das heisst, von dem her ist es wichtig,
eben Globalisierung, es ist ein globales Problem. Technikentwicklung, die der Staat die Aufgabe hat, ist die Grundlagenforschung. Und die muss man aber über die internationalen Märkte machen. Nicht, dass die Schweiz ist klein oder da noch Bauindustrie subventionieren und die Häuser isolieren. Meine, das ist lächerlich. Ja. Aber ich meine, das hat man natürlich gemacht, weil man jetzt bei der Abstimmung eine Mehrheit braucht. Klar, ist ein Bestechungs-, wie immer, sind Bestechungsgefäße, klar. Oder? Und ja, sonst würden wir es nicht hinbekommen, weil höhere Treibstoffabgabe, auch die Flugticketabgabe, was bewirkt die? Ja, ja. Nein, meine, das ist das Lustige, wenn man einfach, ich meine, es gibt eine riesige Diskussion auch in der Wissenschaft über Korruption in der Politik und in der Privatwirtschaft. Mhm. Aber diese Art von Interessengruppen bestechen, die wird einfach nicht als Korruption zählen. Ich bin überzeugt, irgendwann kommt das. Und das wird ein grosser wissenschaftlicher Erfolg werden, wenn man das richtig benennt und darüber die richtige Forschung macht. Vorläufig schweigen. Also ich sage jetzt das als ehemaliger Lobbyist. Also ja, ist klar. Politische Ökonomie ist so, wie sie ist. Also ja, klar. Es gibt um den Begriff ja von der politischen Ökonomie, weil es genau so läuft. Und aber die Alternative wäre für dich letztlich eine Kostenwahrheit international. Ja. Und dann, glaube ich, hat Herr Nordhaus auch gesagt, es braucht wie einen Block von Ländern, die mitmachen. Und dann ist das auch ein Handelsblock. Genau. Also, und wer dort rein exportiert, muss irgendeinen Zoll zahlen. Oder wie genau. Ist das? Aber da bin ich und ich mache das, die arbeiten alles zusammen mit dem Kollegen David Stadelmann und Uni Bayreuth. Und das sehen wir anders. Ich meine, der Nordhaus hat eine amerikanische Perspektive da. Und ich finde, zu eng ökonomisch. Wo sagt, ja, das ist ein internationales öffentliches Gut, Klima, darum machen die einzelnen Länder nicht mit. Und das sehen wir anders. Ich meine, wir sehen die Zahlungsbereitschaft der Schweizer Bevölkerung, wir sehen die Zahlungsbereitschaft der Skandinavier, wir sehen die Zahlungsbereitschaft für das Thema, Deutschland, ja. Und auch in Amerika, ich meine, Kalifornien macht auch viel Aufwand. Also, darum einfach glauben, hey, das entsteht nicht, halte ich für falsch. Vor allem nicht in den westlichen Ländern. Und jetzt auch, wenn man es ausrechnet, wenn man sagt, eine Steuer von mal 40 Franken pro Tonne. Mhm. Das ist ja beim heutigen Ausstoß von der Schweiz rund knapp 40 Millionen Tonnen, die die Schweiz produziert. Kann man anders rechnen, mit noch anderen Klimagas, aber im Prinzip CO2 ist es 36 Millionen Tonnen. Mal die 40 Franken, da sind wir bei 1,5 Milliarden Franken. Da geht es plötzlich nur noch um Peanuts. Also wenn man sagt, die optimale Steuer nach Nordhaus übernahm jetzt, muss man sagen, von IMF, eine riesige Bewegung in der amerikanischen Ökonomie, Tausende von Ökonomen, alle jetzigen und ehemaligen Nationalbankpräsidenten, die es unterschrieben haben von der USA, also ist die 40 Franken oder Dollar Steuer 1,5 Milliarden, das ist nicht einmal ein halbes Mehrwertsteuerprozent. Jawohl. Also heisst eigentlich, die richtige Reform, die 40 Franken pro Tonne, die Mehrwertsteuer um ein halbes Prozent senken. Und die Regulierungen aufheben. Ich meine, alle die Regulierungen, die uns einschnüren, dann braucht es nicht mehr. Weil dann ist der Klimapreis der richtige. Das ist erst so richtig in dieser Welt, wenn nach eben viele Länder das übernehmen. Und ich glaube nicht, dass es die Klimaklubs braucht. Die meisten Länder, die Bevölkerungen der meisten Länder würden sowieso mitmachen, haben die Zahlungsbereitschaft. Weil man sieht, es geht um ganz wenig. Vor allem, wenn man noch sieht, dass es noch kompensiert wird über die Steuern. Und weil man sieht, wir haben das Problem mit dem Klima. Ja, genau. Oder? Und also, da reicht natürlich die Zahlungsbereitschaft von der einzelnen Bevölkerung. Jetzt in Entwicklungsländern mag das ein bisschen anders sein. Oder bei China. Also ja, genau. Aber dort ist das Problem, sind die lokalen Umweltverschmutzungen, die riesig sind. Und wenn man eine vernünftige CO2-Politik betreibt, gehen die lokalen Umweltschäden zurück. Das heisst, in den Ländern, die jetzt noch grosse lokale Umweltprobleme haben, lohnt sich auch eine vernünftige Klimapolitik aus Sicht der Bevölkerung, jetzt wieder nicht aus Sicht der Lobby, aber aus Sicht der Bevölkerung, lohnt sich schon rein wegen der lokalen Verbesserung von der Umweltzustände. Darum bin ich überzeugt, wenn man das vorlebt, wie man das macht, eine vernünftige Klimapolitik, billig und wirksam, imitieren das die anderen. Und wenn es dann Deutschland macht, die EU würde übernehmen, dann ist logisch, dann ist der Druck auf China ist gross. Und da können sie nicht sagen, wir können nicht, weil das ist so günstig. Dass es natürlich auch in China selber wird einen Druck geben. Man sieht, die Umweltbewegungen auch in China, in Russland, in Lateinamerika, die sind kräftig. Das ist eine der stärksten Oppositionen, die es in den Ländern haben. Das heisst, die wären
Die würden sehr aufpassen, die Regierung sagt, lieber ja, machen so eine Steuer, als mit deren Opposition immer zu kämpfen. Vor allem, wenn sie nicht so hoch ist. Ja, weil, ja, genau. Weil wenn das stört, auch, ich gebe zu, auch mich bei dem Klimaabkommen, dass letztlich wir uns verpflichten zu minus 50% bis 2030. Nein. Und China muss erst retour gehen beim CO2 ab 2030. Das finde ich natürlich verrückt. Nein, man muss sehen, jetzt auch für uns normal ist die 40 Franken pro Tonne problemlos zahlbar. Mhm. Aber wenn man jetzt sieht, andere Länder, viele Entwicklungsländer oder auch China, haben pro Kopf einen ähnlichen Ausstoß wie die Schweiz oder grösser. Mhm. Und wenn wir jetzt das mal rechnen, wenn man das sagt, dann rechnen wir mit 200 Franken pro Tonne. Das wäre bei uns auch schon. Also, ja, da sind wir dann schnell im Bereich, 200 Franken ist fünfmal grösser, als dann ist es schnell bei 4% Mehrwertsteuer. Aber die Länder sind ja zusammen ärmer. Also wäre das 40% vom Bruttoinlandprodukt. Da kann man sofort vergessen. Das heisst, das, was die Schweiz jetzt macht, ist für die anderen nicht machbar. Mhm. Die können nur sagen, ich meine, was soll das? Was soll der Blödsinn? Es nützt wenig und es kostet so viel, dass es für uns nicht übernehmbar ist. Mhm. Das heisst auch, es gibt keinerlei Druck auf die Länder, das zu übernehmen, weil es zuvor rein klar ist, das ist nicht finanzierbar und es lohnt sich auch nicht. Mhm. Mhm. Darum, man muss als Vorbild wirken. Als Vorbild ist nicht der, der viel Geld zum Feist rauswirft und etwas Ineffizienz macht. Ein Vorbild ist einer, der eben vorbildlich ist im Sinn, grosse Erträge bringt und kleine Kosten. Mhm. Und das soll die Schweiz vormachen und nicht Blödsinn. Mhm. Wäre das auch eine Politik gewesen, die zum Beispiel die FDP halt müssen genau verfolgen musste? Ja. Die FDP ist, also, da kann man, ich sage, ist eine Schläferpartei. Sie haben nichts gemacht im Klimabereich und dann sind sie gekommen und haben irgendwie diese sogenannte die Wende gemacht, aber nicht mit Herz. Nicht, ich meine, es ist nichts von Kostenwahrheit. Und dann, also man hat das Gefühl, sie verstehen nicht, was Kostenwahrheit ist. Das trifft aber auch die Linke. Ich meine, in der Schweiz haben wir immer noch Kostenwahrheit auf Umwelt. Da sind ja alle sich einig. Aber natürlich ist Kostenwahrheit ist ein Nachhaltigkeitskonzept. Und Nachhaltigkeit ist nicht Ökologie, sondern ist auch nach UNO-Definition, hat drei Standbeine. Mhm. Wirtschaft, Soziales, also Gesellschaft und Umwelt. Mhm. Und wir müssen da die ökonomische Sicht, und das, wie man muss sagen, ist natürlich die richtige Sicht, und wo, ja, wir wollen die Lebensqualität maximieren. Und dazu zählt natürlich nicht nur die ökologische Externalität, also wo jemand, wo das Klima belastet, den anderen schadet, sondern man kann den anderen auch im einfachsten Fall das Portemonnaie stellen. Das belastet die anderen auch. Und Subvention ist nur das, man stellt den anderen das Portemonnaie. Mhm. Das heisst, es gibt eben ökologische Externalitäten und es gibt budgetäre Externalitäten. Man liegt den anderen auf dem Portemonnaie. Und wenn man so anfängt zu rechnen, eben, das ist die ökonomisch richtige Sicht, umfassende Externalität, das, was man den anderen für Kosten verursacht, die man nicht selber zahlt, dann ist auch, wenn man denkt, das durchrechnet, der ÖV ist eine Katastrophe. Der ÖV hat 10-mal so viele Externalitäten pro Personenkilometer, wie es Umfliegen. Umfliegen macht Klimaschäden, wo die Leute, die fliegen, nicht zahlen. Aber der ÖV hat enorme Defizite, wo jeder zusätzliche Kilometer bringt einfach enorme Defizite. Darum haben wir ja das Wort geprägt von Budgetschäden. Es gibt nicht nur Umweltschäden, sondern es gibt Budgetschäden. Und das hat die SBB überhaupt nicht verstanden, muss man sagen. Aber es ist ein Budgetschaden, muss man sagen. Das müssen wir unbedingt einmal noch vertiefen bei meinem nächsten Gespräch. Bis dann maximieren wir die Lebensqualität, maximieren, habe ich gelernt. Das machen die Ökonomen. Danke vielmals, Rainer Eichenberger, fürs Kommen und auf das nächste Mal. Vielen Dank für die Einladung.